Ja, in den letzten Wochen hat es erhebliche Medienangriffe, gerade in der Vornominierung für den Bundestag in unserer Fraktion, gegeben gegen Leute, die besonders entschiedene Positionen gegen die NATO vertreten haben, wie André Hunko, der überhaupt nicht sich zum Vasallen von Lukaschenko macht, nur einfach gegen Sanktionen und Wirtschaftssanktionen argumentiert, sofort ein Shitstorm gegen Selim Dadalin, weil sie bei Anne Will nur einfach feststellte, dass das Nervengift, das auf Skripal und auf Nawalny angewandt wurde und in beiden Fällen für einen russischen Geheimdienst nicht ganz typisch, nicht zum Tode geführt haben, was uns freut, dass dieses Nervengift in der Hand von 19 Geheimdiensten auch westlicher Art ist. Und dann wurde gesagt, aha, Sie wollen damit sagen, es waren westliche Geheimdienste, hat sie gar nicht gesagt. Aber Fragen stellen wird schon enorm schwierig. Dann Angriffe auf Alexander Neu. Also wohl bemerkt, wir finden uns wie in der SPD damals. In der Nominierungsphase, auch da war es so, dass immer besondere Unrechtsmaßnahmen im Osten in den Medien aufploppten, wenn es darum ging, dass Linke in der SPD nominiert werden sollten. Hier signiert gerade Willy Brandt, der sich davon nicht schrecken ließ und auch gegen die Bild-Zeitung einen Wahlkampf machte, als einziger Kanzler gegen die Bild-Zeitung meine Schallplatte erkämpft das Menschenrecht. Hier steht sie auch. Und ich stehe hier am Schreibtisch von Bertolt Brecht, der auf diesem Schreibtisch die Tage der Kommune geschrieben hat. Auch er hatte erhebliche Genickschläge vom McCarthy-Ausschuss bis dann auch später noch in Österreich. Und da gab es sogar eine Regierungskrise, weil er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Also wir haben eine lange Tradition von Skandalisierung und sie kann nur helfen, wenn in unserer Partei, so wie damals in der SPD, Leute den Resonanzboden liefern. Also wenn Leute mitspielen mit denen, was Medien, teilweise auch Geheimdienste, ihnen zuspielen und was sie dann nichtsahnend beantworten und damit die Sache richtig befeuern. Seid solidarisch und achtet sehr genau drauf, wer euch zu welchen Stellungnahmen gegen eigene Genossen motivieren möchte.